Muskeln aufbauen, Freunde, das will derzeit jeder, aber nicht jeder schafft es. Und genau deswegen, Freunde, schaust du dir dieses Video an. Mein Name ist Manuel Haas, mit 15 Jahren habe ich begonnen, ins Gym zu gehen. Habe anfangs einiges falsch gemacht, aber auch ein paar Sachen richtig gemacht und mit der Zeit, Freunde, dann immer mehr mit der Materie beschäftigt und auch immer besser geworden in dem, was ich mache, sage ich jetzt mal. Und heute, Freunde, in diesem Video werde ich euch einfach einige Tipps geben, das Ganze so ein bisschen einfach mal aufklären, was ihr perfekt machen solltet, um bestmöglich in euren Teenagerjahren muskulös zu werden, Muskeln aufzubauen und einfach eine fucking Maschine zu werden. Let's go! So, Freunde, erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt es euch schon denken, es geht hier um Fitness, um Bodybuilding und zwar das Training. Was solltet ihr, Freunde, in erster Linie beachten? Ganz, ganz wichtig, Freunde, die Consistency. Was bedeutet das? Einfach regelmäßig das Gym besuchen und nicht beginnen, zweimal ins Gym zu gehen, dann wieder drei Wochen nicht, dann wieder zweimal, Freunde. Weil im Endeffekt, wenn ihr so bisher ins Gym geht und auch nur so darauf Bock habt, dann könnt ihr es im Endeffekt, klar, Sport ist gut und so weiter, aber dann könnt ihr es im Endeffekt gleich lassen, weil wirklich großartige Erfolge werdet ihr so nicht erzielen, Freunde. Das heißt, erste Sache, die ihr euch notieren solltet, wirklich wichtig, Freunde, Regelmäßigkeit in das Ganze reinzubekommen. Weiters, Freunde, ganz wichtig ist einfach die Freude und der Spaß am Training. Viele, ich sag's euch ganz ehrlich, ich gehe öfters mal ins Gym und sehe einfach viele, die da verkauert, verbittert an der Übung sitzen und einfach nur irgendwas machen. Klar, man hat mal schlechte Tage und so weiter, aber trotzdem, Freunde, schaut wirklich, ganz wichtig, Übungsauswahl und auch Trainingsauswahl, sucht euch da einfach etwas aus, was euch Spaß macht. Weil im Endeffekt machen wir den ganzen Sport bzw. dieses ganze Fitness-Lifestyle-Dings, weil es uns Spaß macht, weil wir coole Erfolge erzielen wollen. Wie gesagt, es soll einfach Spaß machen, Freunde. Das heißt, sucht euch wirklich Übungen und einen Trainingsplan aus, der euch Spaß macht, Freunde. Bei Trainingsplan kann ich euch schon mal direkt sagen, es gibt wirklich Tonnen gefühlt an Trainingsplänen. Es gibt viele verschiedene Push-Pull-Beine, Arnold-Split, Oberkörper, Unterkörper, was weiß ich alles noch. Probiert einfach viel rum und entscheidet für euch selbst, was macht euch am meisten Spaß, was passt am besten in euren Alltag, sage ich jetzt mal rein. Viele draußen gehen sicher noch in die Schule, gehen arbeiten und so weiter. Dementsprechend solltet ihr auch wirklich schauen, okay, was passt einfach wirklich bei euch in den Alltag rein, ohne Probleme, ohne dass es euch stresst, ohne dass es euch großartig, sage ich jetzt mal, irgendwas kostet. Einfach, dass es euch entspannt in den Alltag passt. Wichtig noch, Freunde, ist wirklich, fordert euch im Gym. Wir gehen nicht ins Gym, um da irgendwie eine Wellness-Session abzuliefern oder was weiß ich, sondern wirklich, um uns zu steigern, von im besten Falle von Training zu Training. Wird es nicht immer spielen, aber einfach es immerhin zu versuchen, Freunde. Wirklich 100% zu geben und nicht einfach nur mit, klar, man hat mal motivationslose Tage, man hat Tage, wo man vielleicht nicht die größte Kraft hat und so weiter, aber das Wichtige ist, Freunde, versucht jedes Training einfach wirklich das Beste zu geben, Freunde. Das ist das Wichtige, Freunde, weil viele gehen einfach ins Gym, steigern sich nicht und so weiter. Und wie, wenn man sich nicht steigert, soll man Progress machen. Dementsprechend Steigerung bzw. Progression über einen gewissen Zeitraum ist extrem wichtig, Freunde. Deswegen schaut einfach, Leute, dass ihr euch langsam und stetig steigert. Übertreibt nicht mit dem Gewicht anfangs. Schaut, dass ihr die Ausführung erstens wirklich schön beherrscht, dass ihr einfach beginnt, wirklich eine geile Muscle-Mind-Connection aufzubauen. Und dann, Freunde, steigert ihr euch mit dem Gewicht, aber auch immer nur so, dass ihr wirklich zu 100% das Gewicht unter Kontrolle habt und nicht das Gewicht euch. Die Ernährung, Freunde, spielt natürlich auch noch eine verdammt riesige Rolle. Ihr müsst euch erstmal die Frage stellen, wollt ihr abnehmen oder wollt ihr zunehmen, Freunde? Die Frage könnt nur ihr euch selbst beantworten und in weiterer Folge schaut ihr dann einfach mal im Internet, zum Beispiel auf die Rocker Nutrition Seite, da haben wir einen Kalorienrechner und der rechnet euch aus, okay, ihr wollt zunehmen und der spuckt euch dann einfach einen anhand, ihr müsst dann ein paar Fragen beantworten, der spuckt euch dann einfach einen Kalorienwert aus, den ihr braucht, um zuzunehmen, Freunde. Dasselbe mit dem Abnehmen, Freunde. Und dann esst ihr einfach über einen wirklich gewissen längeren Zeitraum diese Kalorien und ich würde euch wirklich ans Herz legen, trackt erstens die Kalorien, damit ihr euch zu 100% sicher seid, dass ihr überhaupt diese Kalorien zu euch nehmt, die euch da vorgeschrieben wurden. Und zweitens, Freunde, wiegt euer Gewicht. Weil die Sachen, die euch die Kalorien-Tracker, sage ich jetzt mal, oft ausspucken, wie viel ihr braucht und so weiter, sind natürlich, können nicht zu 100% genau sein. Das heißt, ihr nehmt dann diesen Basiswert, sage ich jetzt mal, her und verfolgt mal zwei, drei Wochen euer Gewicht und schaut, okay, nehme ich, wenn ihr zunehmen wolltet, nehme ich überhaupt zu. Wenn ihr abnehmen wolltet, nehme ich überhaupt ab.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr halt einfach die Kalorien ein wenig anpassen, sage ich jetzt mal. Und neben den Kalorien, was ganz, ganz wichtig ist, Freunde, ist natürlich der Eiweißbedarf. Ganz easy, Freunde, kackt da nicht lang herum. Ich mache das immer so, ich nehme mein Körpergewicht mal 2, rechne sozusagen mit der Basis 2 einfach, rechne 90 mal 2, wenn ich jetzt 90 Kilo wiege, 180 Gramm und das esse ich am Tag, Freunde. Wenn es jetzt 190 sind, auch halb so schlimm. Wenn es 175 sind, auch halb so schlimm. Nur ist einfach ein Orientierungswert, Freunde, den ich jetzt herbeziehe, also diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was auch wirklich immer richtig, richtig viele unterschätzen, ist die Regeneration, Freunde. Das ist mindestens genauso wichtig wie Training und Ernährung, Freunde, weil wir müssen unserem Körper einfach die nötige Pause geben, um wachsen zu können. Was kann ich euch da empfehlen, Freunde? Schaut erstens einfach wirklich das Maximale aus eurem Schlaf rauszuholen. Schaut einfach wirklich, dass ihr so viel pennt, wie es nur geht, Freunde. Wie gesagt, 8 bis 10 Stunden wären optimal. Und weiters, ganz, ganz wichtig, Freunde, Pausentage einbauen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schaut einfach, dass ihr regelmäßig Pausentage einbaut. Ich zum Beispiel baue jeden 4. Tag einen Trainingstag ein. Bedeutet, ich mache Push, Pull, Beine, Rest Day. Push, Pull, Beine, Rest Day. So schaut zum Beispiel bei mir aus. Bei mir passt das so perfekt. Also hört auch auf euren Körper, wenn er mal einfach random mitten in der Woche sagt so, ich kann nicht, ich fühle mich so am Arsch, gebt ihm einen Pausentag. Und ebenfalls, Freunde, was auch wichtig ist und was eure Regeneration fördern kann, beziehungsweise generell eure Leistung im Gym und so weiter, sind Supplements. Aber was ich dazu sagen will, Freunde, Supplements baut erst ein, wenn euer Training stimmt, plus wenn ihr eure Ernährung on point habt, Freunde, weil das sind mal die 2 wichtigsten Sachen und dann kann man einfach nochmal das Maximum rausholen mit Supplements, Freunde. Und apropos Supplements, Freunde, gerade ist mein eigenes Supplement auf den Markt gekommen und zwar Strong bei Manuel Haas. Richtig geiles Ding, Freunde, Kraftmatrix enthalten, wo zum Beispiel Kreatin enthalten ist und Ektosteron, ebenfalls auch zum Beispiel Ashwagandha, was die Regeneration sehr, sehr fördert. Das Stresslevel sinkt, Freunde, das Testosteronlevel erhöht, Freunde, und somit für mehr Gains sorgt und weiters natürlich viele Vitamine und Mineralstoffe, die einfach oft, beziehungsweise bei den meisten da draußen, mangelhaft sind und dementsprechend sollten wir sie extern mehr oder weniger zu uns zuführen. Dementsprechend, Freunde, ich verlinke euch mein eigenes Produkt unten in der Videobeschreibung und mit Code Manuel spart ihr nochmal fette 10%, also nutzt das aus. Abschließend, Freunde, kann ich einfach nur sagen, wenn ihr noch Fragen habt, spamt sie in die Kommentare rein. Ich werde sie in den Kommentaren beantworten für euch, Freunde. Ich check generell jedes Kommentar ab, was unter diesem Video ist. Das heißt, schreibt unbedingt einen Kommentar, was auch immer ihr mitteilen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst dem Video unbedingt einen Like da, Freunde. Und Freunde, ihr seht, richtig viele Leute, die die Videos schauen, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Das heißt, tut mir den Gefallen, abonniert den Kanal kostenlos, Freunde. Würde mich mega, mega supporten. Für euch ist es kein Aufwand. Kostet euch nichts, dementsprechend macht das unbedingt, Leute. Und ich würde sagen, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Es hat mich gefreut, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen weiterhelfen. Und jetzt wartet nicht lange, sondern, Freunde, hittet das Gym, macht Gains und ja, let's go.